So, jetzt ist unsere Ente fertig. Schön braun geworden. Ihr merkt es auch, die Haut ist sehr schön knusprig. Und jetzt geht es darum, die muss auch zerteilt werden. Man kriegt ja nicht das ganze Tier auf einmal auf den Teller. Dann machen wir erstmal unsere Schnur wieder ab, womit wir die Beine ein bisschen zusammengebunden hatten. Das ist wichtig. So, die Schnur kommt zur Seite. Oh, das riecht schon. Man merkt es, die Füllung, die da drin ist, es riecht durchs Tier durch. So, und dann trennen wir die Keulen ab. Das macht man wie folgt. Man macht einen Schnitt, schön weit nach hinten rüber. Es gibt einen Unterschied. Wenn man ein Hühnchen trangiert, da sitzt der Hüftknochen weiter außen. Bei der Ente ist es verhältnismäßig weit hinten. Deswegen ist es wichtig, dass man schön weit nach hinten durchschneidet, um diesen Knochen überhaupt zu erwischen. Man sieht es, wir haben es gleich auf Anhieb das Gelenk erwischt vernünftig und man sieht auch, wie wunderbar saftig der Braten ist. Ne? Wir haben ein bisschen ruhen lassen. Also das ist also so, wie eigentlich die Portion aussehen soll. Mit der Brust verfahren wir ähnlich. Man schneidet am Brustbein lang. Muss hier oben aufpassen mit dem Schlüsselbein und hat dann hier wirklich wunderbares, saftiges Fleisch, was dann so für die Liebhaber von Entenbrüsten wunderbar präpariert ist. Keule und zum Schluss bleibt bloß noch die Karkasse übrig. Schade, dass Sie es nicht riechen können. Hier verströmt ein Duft von unserer schönen Bio-Orange und den Zwiebeln. Das ist ein Traum. Ich habe Schwierigkeiten weiterzureden, weil der bekannte Pavlovsche Reflex einsetzt und mir das Wasser im Mund zusammenläuft.